Yeah. Hallo liebe Freunde, oh yeah. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber. Ich wollte hier gerade zeigen, wie schön die Bahnschranke schließt und die Züge kommen. Und dann kommt hier ein oh yeah und verdeckt uns die ganze Sicht. Wo ist denn der Zug? Och, der geht da rauf. Ja, schön, die ganzen News. Aber eben, dafür haben wir ein ganzer Anfang hinüber. Naja, sah trotzdem nicht schlecht aus, hoffe ich. Schön, wie die sich hier geteilt haben. Ja, und das ist das, was ich angesprochen habe hier. Die Anwohner, die werden begeistert sein. Je länger, je mehr. Weil hier zwei Bahnschranken sind. Aber damit müssen sie leben. Sie können ja sonst auch wegziehen aus Venusbergspinnerei. Es gibt hier noch ein paar andere schöne Städtchen. Gut, wir müssen mal nach Grümpen. Denn in Grümpen, also die Strecke in Grümpen, die ist irgendwie, sagen wir mal, nicht ganz so, wie ich das wollte. Danke für die Hinweise. Und wir haben hier noch ein schwebendes Depot, hieß es. Oh oh, tatsächlich. The Flying Wegpunkt. Was machen wir denn damit? Ja, das ist natürlich, weil hier, ja, weil es hier halt runter geht. Warum sonst? Wir müssen hier, wie gesagt, sowieso an der Linie was machen. Wir machen mal Pause, denn das ist hier irgendwie ein unfreiwilliger Rundkurs geworden. Ich wollte ja genau keinen Rundkurs haben. Regio. Welches war es denn? Das war es hier. Die Linie war es. Na, dankeschön. Dann gehen wir mal gucken. Die fahren doch tatsächlich hier eben doch lang von Erlenhof nach Grümpen. Das sollen sie eigentlich genau nicht machen, denn dann kommen sie unseren schnelleren Zügen in die Quere, die hier durch, die auch hier durchrasseln, so muss man sagen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ja, das müssen wir, wie machen wir denn das? Wir müssen eigentlich die letzten beiden Stationen rausnehmen, würde ich mal sagen. Wir wollen ja, jetzt haben wir das schon wieder, von Grümpen nach Wallroda, dann nach Erlenhof, dann wieder nach Wallroda und das hier ist überflüssig und der Erlenhof ist überflüssig. So, genau, sieht man. Dann fahren sie nämlich wieder zurück, genauso wie ich es wollte. Dann haben wir hier nämlich keinen Rundkurs, keinen unfreiwilligen, sondern was, ja, was Vernünftiges. Dann kommen die eben den Zügen hier nicht mehr in die Quere. Und guck mal, jetzt nehmen sie hier nämlich auch nicht mehr das gleiche Gleis wie die andere Linie. Genauso war das eigentlich gedacht. Jetzt haben wir hier vielleicht noch einen kleinen, ja, ist nicht ein Fehler, aber das möchte ich jetzt doch noch kurz anders haben, nämlich mit beiden Gleisen, die wir verbinden. So wie ich das jetzt eigentlich immer gemacht habe, das ist eine recht arge Kurve. Können wir das vielleicht ein bisschen gleich hinter dem Zug das Gleis abgerissen, auch nicht schlecht. Ja, da müsste man doch jetzt reinkommen, kommen wir auch. Dann können wir das hier auch nehmen. Hier rüberziehen. Und jetzt ist das irgendwie nicht plan. Das ist natürlich doof. Das nehme ich es wieder weg, denn ich möchte da ja eine Kreuzweiche machen. Wir müssen das angehängt haben, sozusagen. So, jetzt haben wir es. Jetzt kriegen wir auch die Kreuzweiche hin. Das waren alte Schienen ohne Oberleitung. Okay, warum haben wir denn hier... Hier haben wir Oberleitung. Okay, das werden wir gleich mal noch ausbügeln. Oberleitung weg, denn wir haben hier keine Stromer. Noch nicht. Nee, hier auf der Strecke sowieso nicht. Das kommt auf der nächsten. Also, wir wollten Kreuzweiche machen. Dann machen wir die, bevor ich es wieder vergesse. Einmal so. Mal gucken, geht das in die andere Richtung auch. Müsste ja eigentlich. Bau nicht möglich. Aha. Doch. Und es ging doch. Gut, Signal. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe da Signale abgerissen. Also das eine ist mal klar. Das ist sozusagen gegeben. Das ist hier. Und das andere ist in einer gewissen Entfernung. Ja, würde mal sagen hier unten. Gut, dann können wir eigentlich wieder laufen lassen. Jetzt müsste ja... Wir können wieder laufen lassen. Guter Zug. Möchtest du nicht mehr fahren? Jetzt haben wir hier an der Linie rumgebastelt. Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt stehen sie wieder. Ne, die stehen nicht, aber die fahren hier falsch. Was machst du denn hier? Ah, okay. Der muss natürlich jetzt zuerst mal auf seinen richtigen Kurs zurückfinden. Sozusagen. Ja, nicht nur sozusagen, sondern muss er. Was machen die hier unten? Wir gucken mal. Da hat es nur gedampft und geschnaubt. Ja, der fährt jetzt dahin, wo er soll. Dann können die auch wieder fahren. Und vor allem die Züge, die werden dann nicht mehr gestört. Von diesen eben doch eher langsameren Zügen.
die wir hier auf diese Nebenregio-Strecke hier gesetzt haben. Gut, lasst mich mal schnell gucken, was haben wir denn noch? In Valroda stehen 2 Busse. Dann müssen wir die in Valroda mal noch wegnehmen. Einmal. Zweimal. Falsch. Ist das hier das Depot? Tatsächlich, okay. Anklicken, verkaufen, dann ist einmal weg. Und hier noch. Anklicken, verkaufen, dann hätten wir die Depots wieder leer. Können wir mal kurz gucken. Doch, das passt auch. Bestens, die stehen jetzt hier halt noch, die stehen gleich nicht mehr, sobald der Zug hier für immer sozusagen verschwunden ist von dieser Strecke. Was haben wir noch? Irgendwas zu korrigieren? Ja, das Terrain müsste noch angepasst werden, tatsächlich. Das habe ich im Video noch kurz geguckt. Hier hinten habe ich einen Tunnel abgerissen und da nicht mehr geputzt, sozusagen. Ich frage mich nur gerade, wo. Ah, okay, einmal drehen und schon ist gut. Hier haben wir doch eine ziemlich hässliche Grube. Das werde ich gerne korrigieren, wenn das irgendwie geht, aber das müsste eigentlich gehen. Ja, das geht prächtig. So, so richtig natürlich kriegt man es dann doch nicht mehr hin. Ah, wobei. Ja, vielleicht noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen, dann haben wir hier. Ja, genau, dann können wir hier hinten ins Tunnel reingucken, beziehungsweise ins Portal. Das kann es auch nicht sein. Also hier wieder in die Höhe. Ganzen Spaß wieder plätten und hier runterschieben. Wäre jetzt die Idee gewesen, das will irgendwie nicht. Machen wir das mal so. Der Optik zuliebe, da ist man schon unterwegs, um das Ganze wieder vernünftig hinzubasteln und dann macht man das Gegenteil. Und setzt hier dieses Portal frei. Zsss. Kriege ich das da runter? Irgendwie so richtig ganz nicht. Nochmal. Kleinstes Instrument. Ja, jetzt müsste es aber eigentlich, müsste es doch jetzt klappen. Da oben möchte es nicht. Hier unten geht's. Ja, jetzt haben wir es halbwegs verdeckt. Wenn ich jetzt hier runtergehe, müsste es das da runterschieben. Okay, ist da noch? Doch, ein bisschen ist da noch. Ja, jetzt, man nenne mich pingelig, aber ich möchte das auch noch weghaben. Gut, dann lassen wir hier den Hügel so stehen. Und machen hier hinten noch ein bisschen Anpassung. So, ich würde sagen, kann man so lassen. Das Portal ist auch wieder integriert. Doch, sehr schön. Gut, haben wir sonst noch was? Danke für die vielen Kommentare natürlich, wie immer. Wegpunkt schwebt, Busse, abgerissenes Tunnel. Die Linie haben wir überarbeitet. Nein, dann haben wir alles. Aber was wir noch nicht haben, ist eine neue Mod. Die möchte ich jetzt gleich mal noch irgendwo hinstellen. Jetzt haben wir 1973. Wir hätten 1973. Wir könnten jetzt eigentlich tatsächlich, wenn ich es finde, das Atomkraftwerk hinstellen. Ich möchte aber auch noch was anderes hinstellen. Auch immer vorausgesetzt, ich finde das in nützlicher Zeit, denn wir haben noch an der Strecke zu basteln und da neue Züge raufzusetzen. Ja, wo haben wir es denn? Eine Riesenliste. Heiliges bisschen. Das Seekaffee. Ja, jetzt kann man sagen, hättest du mal vorher schon geguckt? Ja, absolut richtig. Man müsste dafür aber eben auch die Zeit haben. Und ich habe vorher wegen den ganzen Lokomotiven geguckt, die wir hier noch auf die Strecke setzen wollen. Kirche? Ah, da ist es ja. Wartturm Eichenzell. Den werden wir jetzt hier mal, wenn er nicht Vermögen kostet. Nein, das ist sehr schön. Das ist nett, dass diese Mods eben nicht gleich Millionen kosten. Dann kann man sie nämlich auch verwenden. Die Frage ist jetzt nur, wo? Hätten wir hier irgendwie ein prädestiniertes Städtchen? Vielleicht doch Venusberg-Spinnerei? Oder hier oben der Erlenhof? Oder vielleicht sogar hier in Grümpen? Das ist, glaube ich, das müsste sogar eine Bushaltestelle sein. Da könnten wir, ja, wir machen das mal hier.
Da könnten wir noch einen Bus anknüpfen. Eine Buslinie, wow. Sehr, sehr nett. Einmal mehr, wieder eine Hammermod. Es nimmt kein Ende und das ist gut so. Ja, noch mit dem Eingang. Schade, dass halt eben die Maus immer ein bisschen im Weg ist und das Ganze verdeckt. Sieht schon klasse aus. Gut. Ja, lass uns mal gucken. Was haben wir denn hier für eine Linie? Irgendwo müsste hier ein Bus rumdüsen. Also einer ist gut, mehrere. Bus Grümpen. Naheliegend. Nehmen wir einfach mal mit in den Fahrplan auf. Ganz einfach. Dann haben wir noch eine Haltestelle mehr. Und zwar zwischen der Römerstraße. Ja, den Buchenweg würde ich sagen, nehmen wir die Reihen hinzufügen. Obergrümpen. Und dann geht's zum Buchenweg hier zurück. Genau. Und vom Buchenweg geht's. Wo haben wir den Buchenweg? Wow, was für eine elendlange Linie. Vom Buchenweg geht's hier rauf und dann wieder runter hier zur Römerstraße. Gut, was haben wir denn jetzt hier für einen Takt? Wir machen mal zu. Bus Grümpen. Müsste weiter oben sein. 49 Sekunden. Okay, das reicht immer noch dicke. Da brauchen wir keine weiteren Busse. Sehr schön. Ich hoffe, die bauen hier noch fleißig Häuser rundherum. Da kommt schon der erste Bus. Cats. Und der fährt da außen rum. Das ist eine Schleife. Das ist natürlich auch sehr gut. Wo hält der denn? Genau. Ist hier noch sowas wie eine Haltestelle ausgeschildert? Na? Mein guter Cats-Bus? Ja, hier. Tatsächlich. Sehr nett. Ich höre schon den nächsten. Da ist tatsächlich ein Busschild. Sehr nett. Turmstraße. Cool. Es ist halt aber, es ist einfach ein Skigebiet. Also wenn man das hier so sieht und dann da hinten den Hügel, den verschneiten, hier die Busse, die anhalten, ich sehe richtig vor dem geistigen Auge, wie hier die Leute mit ihren Skiern und Skistöcken aussteigen. Sehr cool. Gut, hätten wir. Haben wir diese Mod auch. Jetzt wollte ich aber noch gucken wegen meinem Atomkraftwerk. Das müsste doch auch irgendwo hier sein. Also 1973 haben wir. Und das war, ja, da ist es ja. Kernkraftwerk. Wohin mit einem Kernkraftwerk? Jetzt, wow, das ist ja ein Riesending. Das ist aber nicht das Kernkraftwerk. Wow, das ist ja noch größer. Heiliges. Wow, 2,78 Millionen, 5 Millionen. Okay, Moment. Ich glaube, das verschieben wir nochmal. Aber wir können ja schon mal gucken, wo wir damit hinwollen. Ein Vorschlag war an den See. Ich finde, das verschandelt ein bisschen sehr das Seegebiet dort. Ich würde mal sagen, vielleicht dann doch eher hier an den Fluss. Es muss einmal am Wasser sein, das Atomkraftwerk. Oder Kernkraftwerk. Aber es ist zu teuer. Das ist noch zu teuer. Das werden wir noch ein paar Jahre verschieben. Und dann werde ich es gerne nutzen. Ihr könnt ja mal Vorschläge machen. Fluss oder See. Also ich gebe nur zu bedenken, hier an so einem schönen See. Das verschandelt das ganze Gebiet, würde ich meinen. Am Fluss können wir es ein bisschen versteckter machen. Zum Beispiel hier so. Hier außen irgendwo. Da wurde auch noch vorgeschlagen, eine Grenze zu ziehen. Finde ich eine sehr nette Idee. Können wir natürlich auch noch machen. Machen wir auch. Auch noch nicht jetzt. Mit der einen Mod. Ja, die müsste ich jetzt halt wieder suchen. Die müsste eigentlich auch hier sein. Oder war die... Ach, wo war die denn? Gibt halt, es gibt so eine Grenze. Die haben wir... in der ersten Staffel auch verwendet. Das ist noch die Schule. Was kostet die? Die kostet... Blödsinn. Das war nochmal das Atomkraftwerk. Die kostet wenig. Okay, wisst ihr was? Wir machen noch eine Schule. Dann haben wir es mit den Mods aber für heute. Denn ich möchte an der anderen Strecke noch rumbasteln. Das müsste man mal drehen. Dann funktioniert es auch. Ist mir zu wenig eingebettet. Hier vielleicht? Nein, aber hier hinten müsste es doch gehen. Das ist halt... Nee, das ist auch wieder krumm. Das soll nicht unbedingt krumm sein. Und wenn, dann soll es in der Nähe des Bahnhofs sein, damit es auch ein bisschen nach was aussieht. Hier geht es auch nicht. Das ist eine Eisenbahnlinie.
Dreschwitz Rockstedt, hier hinten waren wir schon länger nicht mehr, in Liebenthal. Möchte Liebenthal eine Schule haben? Ich nehme an, die meisten wollen eine. Bildung hat noch nie geschadet. Das sehen wahrscheinlich diverse Schüler anders. Hier passt sie doch sehr schön hin. Guck mal genau zwischen die beiden Straßen. Das ist gebonkt. Sehr schön, denn die ist schon auch mehr als nur gelungen, die Schule. Warum drehe ich denn dauernd falsch? Das ist wieder dieses Planet Base-Syndrom mit der invertierten Maus. Da habe ich Planet Base aufgenommen, dann habe ich mich wieder daran gewöhnt, dass ich anders drehen muss. Jetzt muss ich ja wieder so drehen. Kann man das nicht einheitlich machen? Für arme Let's Player, die sonst jedes Mal hier in die falsche Richtung drehen. Oh, yeah. Oh, schon wieder, oh yeah. Das geht ja echt. Ruckzuck. Wow. Nochmal Doppelstockwagen. Und. Ja, das ist halt bei all den Mods, die ich hier installiert habe. Wow. Das wird jetzt immer so weitergehen. Sehr schön. Also zumindest bis ins Jahr. Wann war das? Ich glaube 2100 oder so. Da hört es auf. Da ist es vorbei mit Mods. Jetzt, was ich hier noch schnell machen wollte, ist, ihr ahnt es, dieses Geraffelte rausnehmen, das einfach nicht gut aussieht. So. Das ist schnell gemacht und hat dann doch eine gewisse Wirkung, würde ich sagen. Ah, wieder ein Baum. Ich habe wieder einen Baum getötet. Schön, wenn dann das neue Update rauskommt von Tränenfieber. Da kann man Bäume ja anscheinend dann manuell wieder nachpflanzen, wenn man hier so ein Verbrechen begangen hat, sozusagen. Hier kann ich nicht, dann lassen wir es. Okay, aber das sieht eh auch schon wieder sehr gut aus. Jetzt hätte ich hier aber natürlich auch gerne nochmal. Wir haben hier ja eine Bushaltestelle. Sehr schön, das ist ja schon im Fahrplan drin. Hier mit den alten Postautos. Bus Liebenthal. Perfekt. Gut, ab zur Strecke, wo wir noch nicht fertig sind. Jetzt müsste ich die nur finden. Die war ganz woanders. Die ist nämlich hier hinten, genau, von Venusberg Spinnerei. Die ist sogar schon mit Strom, genau mit unserer neuen schönen Brücke. Schon sehr nett. Hier rein und dann wollten wir hier wieder weiter. Und zwar nach Karnin. Und das werden wir jetzt machen. Ich gucke als erstes gleich mal sicherheitshalber sozusagen Landnutzung. Wo machen wir den Bahnhof hin? Müssen wir hier noch weiter? Ne, hier hinten ist Feierabend. Hier ist so ein schöner See und kein Städtchen. Das ist ja fast ein bisschen schade. Der geht dann hier fast ein bisschen verloren. Ja, okay. Müssen wir nicht mehr weiter. Das heißt, wir machen den Bahnhof. Da können wir hier eigentlich einen Kopfbahnhof machen. Und den machen wir. Genau, ich würde sagen so abgeknickt, abgedreht. Habe ich eigentlich den modernen Bahnhof jetzt wieder drin? Da war noch das Preview drin. Nein, den muss ich nochmal laden. Schade. Den hat es nicht mehr geladen. Okay, da muss ich die neue Variante nochmal laden. Aber ich möchte hier sowieso nicht den modernen Bahnhof, sondern einen anderen. Den machen wir aber auch. Ja, wir haben es ja. Gleich mal fett. Halt, das ist wieder der falsche. Den wollte ich. Den hätte ich jetzt eigentlich gerne, wenn wir es drehen. So, die Frage ist, kommen wir da oben noch rein, ohne ein riesen Manöver zu haben? Der ist halt schon ziemlich sehr lang. Klar, ich könnte ihn jetzt auch so nehmen. Ach, wir nehmen ihn so. Dann können wir da hinten immer noch irgendwie was machen. Ein Museum oder irgendwas in die Richtung. Statt jetzt hier den künstlich zum Kopfbahnhof zu erklären, das ist ja irgendwie, muss auch nicht sein. 800.000? Okay. Ist gekauft. Sehr schön. Passt. Gut. Machen wir hier zu. Ist ja hier halbwegs im Wohngebiet. Und gucken, wie wir da hinkommen. Ja, das würde ich mal meinen, ist kein Riesending. Haben wir hier die schnellen Schienen? Jawohl. Schon mal prophylaktisch nicht im Bahnhof drin, aber hier hinten. Und jetzt hier wieder rüberkommen, das wird wieder eine Kunst für sich mit der zweiten Schiene, wenn wir Pech haben. Wir schauen mal. Ne, geht. Dafür kann ich da die Kreuzweiche nicht hinmachen. Die kann ich aber vielleicht hier davor machen. Genau. Bau nicht möglich, halte ich für ein Gerücht. So, bestens. Ungefähr
nach da hinten. So, dann kommen wir nämlich noch dazu, hier heute die Züge raufzusetzen, würde ich mal hoffen. Wenn das jetzt hier keine unvorhergesehenen Probleme gibt. Wir gehen hier schon mal raus. Mit dem Gleis. Eine Brücke möchtest du? Nein, möchte ich eigentlich nicht. Dann müssen wir in kürzeren Schritten bauen. Wenn wir hier keine Brücke möchten. Es wird vielleicht doch nicht gehen ohne Brücke. Das ist hier doch ein ordentliches Gefälle, sehe ich gerade. Ja, dann machen wir halt eine Brücke. Das ist ja auch kein Drama. Nee, es geht ohne. Aber da macht sie ja wieder diesen potthässlichen Maulwurfshügel. Das möchte ich natürlich auch nicht. Den macht es aber überall. Da kann ich wahrscheinlich hin, wo ich möchte. Nee, geht nicht. Ich möchte nicht den Maulwurfshügel. Wie machen wir das? Straße abreißen und eine Brücke. Oder unten durch. Ja, dass das aber auch immer so einen Hügel machen muss. Doof. Was passiert, wenn ich mit dem zweiten Gleis komme und hier schon mal anlege? Viel passiert da nicht, denn das ist natürlich der gleiche Höhenunterschied. Aber kommen wir hier überhaupt mit dem zweiten Gleis rüber? Über den Maulwurfshügel? Der ist gar nicht so schlimm. Das, in der Realität kenne ich das so eigentlich auch. Dass es eben bei so einem... Ja, es ist ein bisschen krass, aber bei so einem Bahnübergang auf dem Land gibt es das schon öfters, dass man auf den Hügel rauf muss. Gut, ich lasse es mal. Die Ausrichtung, ja, die ist nicht so schlecht. Wir müssen hier noch ein bisschen eine Kurve machen. Ich nehme mal dieses Gleis. Halt, nein, weder Tunnel noch sonst was. Nö. Ja, geht nicht. Okay, dann nehmen wir eben dieses Gleis. Jetzt möchte er auch in den Tunnel rein. Dann müssen wir hier in die Höhe. So, ich ziehe es jetzt mal bis ganz nach hinten. Einfach sozusagen testweise. Ob das geht mit der Höhe? Puh, das ist aber eine ordentliche Strecke. Sag mal, kommen wir dann irgendwann hier... Oder bin ich jetzt völlig falsch? Nein, stimmt eigentlich. Okay. Hierhin hätten wir das gern. Das würde gehen, aber mit Tunnel. Und das möchte ich nicht. Höhe ist aber da mit einer gewissen Kurve. Okay. So, wir machen das so. Einmal über den Hügel. Noch ein bisschen rauf. So, und jetzt hier langsam ansetzen, dass wir hier rein können. Okay, dann kann ich nämlich jetzt, müsste ich hier eigentlich auch weiterziehen können. Ja, man muss es nur richtig erwischen, dann klappt das auch. Oh, kleiner Bremser. Was war das? Monatsupdate. Das war dann offensichtlich ein größeres. Jetzt habe ich aber irgendwie die andere Strecke, also das andere Gleis da doch, glaube ich, in einen Zug gebaut. Kann das sein? Ohne, dass ich das wollte. Eine elendlange Strecke ist das. Ich hätte gedacht, die sei doch um einiges kürzer. Aber tja, gut, falsch gedacht. Ist ja auch nicht so tragisch. Wir haben hier ja dann doch ordentlich schnelle Züge, würde ich sagen. So, abgeschlossen. Was jetzt noch nicht abgeschlossen ist, ist das hier. Machen wir mit ein bisschen Schwung. Sehr gut. Und die Signale dazu. Ja. Okay. Vielleicht sollte man jeweils erst die Strecken bauen mit den Signalen und dann zu den Mods gehen. Wobei, ja, ist ja auch egal. Nee, ist eigentlich nicht egal. Denn zu den Mods muss man ganz runter. Also da, um das Scrollen komme ich nicht rum. Aber ich käme drum rum, dass ich dann wieder den ganzen langen Weg hoch muss. Ja, nachher ist man immer schlauer. Welch Weisheit. So, da waren die Wegpunkte und die sind eigentlich ganz unten. Nee, doch nicht. Irgendwie sind die... Das Wegpunktschild ist irgendwie nach oben gerutscht. Das ist ja angenehm. Gut. Durch die vielen anderen Mods. So, das machen wir vor dem Bahnübergang natürlich. Das andere machen wir hier. Ich mache mal jetzt nicht so viele Blocksignale. Da hieß es, dass die Züge zu sehr auflaufen. Aber das Problem ist natürlich, wenn wir halt wirklich viele Züge haben, dann brauchen wir die Blocksignale. Das geht ja fast nicht anders. So, ja, da können wir nochmal welche machen. Hier und hier vorne ist dann Feierabend. Auch wieder davor. Und hier
ein bisschen danach. Ja, jetzt kann man sagen, vielleicht hängt uns das dann hier rein. Ich denke eigentlich nicht. Ich denke, die Züge können hier eh relativ vernünftig fahren. Haben wir denn in die andere Richtung die Signale? Die haben wir. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich schon unsere Züge starten lassen. Haben wir da auch Signale? Da haben wir auch Signale. Also Linie. Neue Linie. Das wäre dann Regio. Ich sehe es natürlich nicht. Was haben wir da unten? Venusberg. Na, klappt das noch mit der neuen Linie? Jawohl. Schon wieder so eine Farbe. Sag mal, wer wählt diese Farben aus? Das ist ja, das ist ja ein Elend. Also, von Venusberg Spinnerei. Hier nach Ransweiler und dann die doch relativ lange Strecke nach hier hinten. Nach Karnin. Gut, jetzt würde ich aber, ja, ich habe gesagt, wir nehmen die Züge noch in der Folge, liebe Leute, seid mir nicht böse. Wir verschieben es nochmal, denn, ja, wir haben hier in Karnin noch keine Busse und ich möchte dann doch zuerst noch die Busse machen. Ich werde das jetzt hier aber schon mal anschreiben. Und zwar mit Regio. Venusberg, Karnin. Denn der Grund ist einfach, das dauert einen Moment mit den Zügen. Ich muss mich da auch durch meine Liste durchwühlen, wer sich was gewünscht hat. Also wer ist in dem Zusammenhang nicht so wichtig, aber was? Das heißt, das dauert einen Moment. Und dann mache ich lieber jetzt noch die Busse hier in Ruhe und habe dann die nächste ganze Folge im Prinzip Zeit, dass wir uns diesen Zügen widmen können. Denn ja, wir kommen sowieso nicht drum rum, hier die Bushaltestellen zu machen. Deswegen werden wir das mal in Angriff nehmen. Ist das hier halbwegs flach? Nein. Sollen wir es mal testen? Kostet ja nichts. Wir nehmen mal die hier. Die muss es erst laden. Das wird wieder versinken. Ich sehe es kommen. Oder schweben. Würde mir aber trotzdem gefallen. Aber ist es irgendwie krumm? Würde mir aber trotzdem gefallen. Es wäre mal was anderes. Aber das ist irgendwie sehr krumm. Passt hier aber soweit auch. Hier haben wir einfach hoch Schnee. Das gibt's. Dann sieht man da nichts mehr. Was es aber nicht gibt, ist das, was in der Luft hängt. Wenn ich jetzt hier unten noch hier eine gewisse optische Verschönerung hinkriege. Nee, kriege ich nicht. Schade. Ich komme da nicht. Hier geht's. Ah, dann lassen wir's. Also nicht mit der Haltestelle, sondern mit der optischen Verschönerung hier. Dann schwebt das halt ein bisschen. Ich finde das jetzt nicht mal so dramatisch. Ich möchte jetzt einfach auch mal eine andere Bushaltestelle haben, wie immer nur dieselbe. Das ist ja auf Dauer auch nicht wirklich schön. Halt, falsche Größe. Ja, so richtig ordentlich kriegt man es nicht hin. Sonst müsste ich mich hier ein bisschen länger verweilen. Und das möchte ich eigentlich... Oh yeah, auch nicht. Na, ja, dass das immer genau dann ist, wenn ein Auto safe ist, ist natürlich auch genial gelöst. Kommt's noch heute? Tatsächlich, kommt noch. Wieder eine ganze Ladung. Die Ludmilla. Zumindest in der Fake-Variante. Ne, hier oben noch als normale. Werden wir ganz sicher auch noch dazu nehmen. Wow, so viele Züge. Class 43, das war, glaube ich, die schnellste Diesellok überhaupt. War die nicht schottisch oder irgendwie sowas? Oder zumindest britisch? Ja, krass. Okay, wo sollen wir bloß mit all den Loks hin? Auf die Strecke, würde ich mal vorschlagen. Machen wir. Früher oder später soll das hier wieder so aussehen wie in Staffel 1. Also mit anderem System halt ein bisschen, mit Gleisnutzung gemeinsamer und so weiter, dass wir nicht 10 Gleise haben mit 2 Zügen. Aber sonst natürlich, was die Anzahl der Züge und so angeht, also da werde ich ganz sicher nicht zurückstrecken, stecken. Nein, nein, nein. So, irgendwie, ich krieg's nicht runtergeschoben vernünftig hier. Dann lassen wir es, sonst sind wir in 3 Tagen noch hier. Aber wir könnten natürlich einfach einen kleinen Hugel hinstellen, dann sieht man es auch nicht so. Ne, ich komme eben nicht wirklich ran. Deswegen kriege ich es hier auch nicht vernünftig runtergeschoben. Das ist halt tatsächlich eine Bushaltestelle, das steht glaube ich auch bei der Mod, dass man da vorher plätten soll.
Das wollte ich jetzt aber nicht, das war mir schlicht und einfach zu aufwendig. Denn ich wollte ja eigentlich nur in der Stadt hier eine Buslinie ziehen und nicht massiv bauen. Gut, das müsste jetzt passen. Schön ist es irgendwie trotzdem, sieht halt besser aus, wie wenn man immer nur diese Standard-Bushaltestelle nutzt. Die hier. Gut, wir brauchen hier noch Landnutzung. Dankeschön. Da können wir wieder unseren alten schönen Kreis machen. Ja, den Zipfel da lassen wir aus. Können hier dafür, wenn es hingeht, noch ein bisschen Freizeit mitnehmen. Gehen hier oben noch durch. Hier wieder runter. Hier nach hinten. Richtung Industrie. Da kommen wir aber nicht mehr runter. Aber da werden wir natürlich einfach die Straße noch kurz zu Ende bauen. Ne, das war glaube ich die hier. Aber das geht schon. Irgendwie doch. Das kriegen wir hier schon rein. Gut. Passt. Zurück zur Bushaltestelle. Hier noch. Dann müsste es hier wieder zum... Ne, der Bahnhof ist noch ein Stückchen weiter weg. Okay, dann gibt es noch eine Bushaltestelle, aber jetzt passt es. Neue Linie. Le Bus de... Wie ist es hier gleich nochmal? Carnin? Carnin, glaube ich. Na, spuck's aus. Dankeschön. Und ja, wie undankbar. Das ist halt, weil ich nie diese Farbe nehme, wird jetzt jedes Mal diese Farbe vorgeschlagen. Das ist ja... Alt kopieren muss ich noch, bevor ich es vergesse. So. Haltestelle hinzufügen. Das müsste relativ schnell gehen. Hier einmal außen rum. Mhm. Dann wieder zum Bahnhof und den ganzen Spaß hier wieder zurück. So, gucken, dass man nichts vergisst. 3, 2, perfekt. Und dann sind das hier die Busse oder Bus. Carnin, da unten steht's. Carnin. Bestens, wir brauchen ein Depot. da nehmen wir. Jetzt nicht, nein, nicht die Tanke, sondern auch nicht den Flughafen. Der Wasserturm geht, glaube ich, nicht. Aber wir nehmen mal das hier. Was kostet das Ding? Nicht allzu viel, nehme ich mal an. Warum funktioniert hier meine Taste nicht? Jetzt geht's wieder. 16.000 gönnen wir uns. Jawohl, sehr schön. Das ist auch neu. Also nein, nicht, dass die Mod ist nicht neu. Aber, dass wir sie verwenden können. Habe ich die Straße? Da hinten habe ich sie. Okay, das heißt Fahrzeug kaufen. Ist hier noch was? Oh ja. Doch, hier ist auch ordentlich was dazugekommen. Hier die Orangen. Einmal. Halt. Immerhin denke ich jetzt daran, dass ich hier speichern möchte, bevor ich Sachen kaufe, nachdem ich das erste Fahrzeug gekauft habe. Das kann natürlich auch schon fatale Folgen haben, aber immerhin. Na, okay. Dankeschön. Den noch doppelt. Dann ist Feierabend hier unten. Dann nehmen wir nochmal Icarus. Den hier hätte ich auch gern nochmal. Den Saurer ebenfalls. Ist eigentlich nicht eine elendlange Strecke. Wir nehmen mal noch das normale Postauto. Linie zuweisen. Bus Carnin. Einmal drehen. Ne, nicht drehen. Runter zoomen. Gucken. Schön. Habt ihr hier auch eure Busse und noch ein schönes Depot dazu? Das ist doch auch nett. Da hinten kommt wieder der Jägermeister. Nett. Ja, haben wir's. Denke ich mir, soweit. Dieses Städtchen ist auch angeschlossen. Es wird langsam hier mit unserer neuen Anlage. Was hier natürlich jetzt noch fehlt, sind die Züge. Dazu kommen wir in der nächsten Folge. Dann wird hier das erste Mal etwas anderes auf die Strecke geschickt als die ganzen Dampfloks, die wir hier vorne haben, die aber natürlich auch durchaus schön sind und ihren Reiz haben, würde ich mal behaupten.
Gut, danke liebe Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!